willkommen zu einem neuen Video von mir. Vorab wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich bin ein bisschen spät dran, aber wir haben ja erst Anfang Januar und da finde ich, ist es noch in Ordnung. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und ich möchte euch jetzt noch meine Weihnachtsgeschenke zeigen von 2015. Ich möchte mit diesem Video keinsterweise angeben, es soll nur als Inspiration dienen, falls ihr euch irgendwas noch neu kaufen möchtet von Gutscheinen oder auch jetzt zum Geburtstag oder für das nächste Weihnachten wünschen könntet. Und ja, ich hoffe, es gibt unten in den Kommentaren keine Diskussionen. Ja, das Wichtigste natürlich ist das Zusammensein mit der Familie. Mir geht es auch gar nicht um die Geschenke. Ich wollte einfach nur die Zeit genießen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal mit den Geschenken an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir eine Jeanshose ausgesucht und zwar ist das so eine hellblaue geworden. Das ist so eine Art Jeggings, also keine richtige Jeans, aber auch keine Leggings. Ihr wisst, was ich meine. Und die habe ich mir selber ausgesucht und habe sie tatsächlich dann auch noch zu Weihnachten bekommen. Ich mag das ganz gerne, wenn die Jeanshosen unten enger sind, damit die einfach besser in die Stiefel passen und so weiter. Und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut und die habe ich direkt zweimal bekommen, weil sie mir so gut gefallen hat. Dann habe ich hier ein Geschenk bekommen, das wollte ich mir eigentlich schon die ganze Zeit selber kaufen. Es hat auch überhaupt nicht viel gekostet. Ich bin immer wieder dran vorbeigelaufen und es handelt sich um diese wunderschöne, riesengroße Tasse. Die ist richtig, richtig schön und ich finde, die passt super in meinen Hintergrund mit den Streifen hier auch. Hier haben wir richtig süße Rosen und es ist halt in so einem Paris-Style. Und die ist wirklich sehr, sehr groß und die wollte ich auf jeden Fall immer haben, habe sie aber nie gekauft. Und ja, jetzt habe ich sie und ich freue mich natürlich sehr, darin meinen Tee oder Kakao zu trinken, weil ja, sie ist wirklich sehr, sehr groß. Dann habe ich ein bisschen Schmuck bekommen und zwar von Christ. Das sind drei wunderschöne Paar Ohrringe. Die habe ich mir auch selber ausgesucht. Ich finde die super, super schön, weil die sind klein und dezent und das mag ich sehr, sehr gerne. Das sind drei Paar. Ich habe auch insgesamt 5 Ohrlöcher und ein Piercing. Das heißt, ich kann die auf jeden Fall alle tragen und ich finde die richtig, richtig schön. Das sind einmal ganz normale Perlenohrringe und so zwei glitzernde, einmal in groß und klein. Und ja, die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen und bin ich sehr glücklich darüber, die jetzt bekommen zu haben. Machen wir mit größeren Geschenken weiter und da habe ich einen neuen Föhn bekommen. Und zwar ist das jetzt hier nur die Verpackung und zwar ist das der braun Satin Hair 7 Föhn in der roten Variante. Und ich finde den richtig genial. Ich habe den auch schon öfters ausprobiert jetzt. Und der ist auch mit dieser Ionentechnologie und der hat 2200 Watt. Und ja, ich bin soweit ganz zufrieden mit ihm. Ich verlinke euch auch alle Produkte nochmal in der Infobox, sofern ich sie finde. Und so sieht das ganze Stück aus. Also es ist wirklich richtig, richtig schön mit diesem Bordeaux-Rot. Hier oben, wenn der angeschaltet ist, blinkt er grün, also er leuchtet so grün. Und der Föhn hatte drei verschiedene Aufsätze. Einmal diesen hier und dann noch einen richtig großen. Das blende ich euch aber auch nochmal alles ein. Und ja, hier könnt ihr ein- und ausschalten, ob der halt eure Haarfarbe oder sowas schützen soll. Und er hat drei Stufen jeweils und das finde ich richtig genial. Ich bin jetzt schon verliebt in diesen Föhn und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch was von Braun bekommen und zwar die Satin Hair 7 Bürste. Diese Bürste ist auch mit diesen Ionentechnologie und soll halt das Haar sehr geschmeidig machen. Und ich hatte die schon sehr, sehr lange im Auge und habe halt immer erzählt, ja, würde ich gerne mal ausprobieren. Und das ist in dem Gedächtnis meines Freundes geblieben. Und er hat mir die besorgt und das ist eine Premium Edition, weiß ich nicht, was das bedeutet. Aber ich suche euch die Produkte mal raus, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ja, mag ich auch im Moment sehr, sehr gerne. Und sie macht das Haar auch wirklich sehr geschmeidig, also beim Haare kämmen merke ich richtig, wie weich die Haare werden und gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier noch so ein kleines Paketchen bekommen und zwar sind da Benefit Produkte drin. Ich wollte unbedingt mal was vom Benefit haben und ja, diesmal ist es mir in Erfüllung gegangen. Zum einen waren in diesem Paket so zwei Proben, die werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, das hier ist der Pore Minimizer. Seid mir nicht böse, ich kenne mich mit den Produkten leider überhaupt nicht aus. Und ja, was das hier ist, das ist so eine Augencreme, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde euch auf jeden Fall alles nochmal in die Infobox verlinken, falls ihr Interesse habt.
daran habt, wenn ich euch das jetzt noch nicht erklären konnte. Ja, dann haben wir hier das Hauptprodukt aus diesem Paket und zwar ist das so ein kleines Geschenkset von Benefit. Und zwar ist hier natürlich diese Real Mascara enthalten. Dann haben wir hier einen kleinen Make-up-Entferner von The Real und einen Push-Up-Liner, auch in Mini-Größe. Und ich finde das einfach zum Testen sehr, sehr geeignet, weil man weiß natürlich nie, wie die Produkte sind und dafür extra so viel Geld ausgeben, finde ich natürlich nicht so pralle. Und deswegen habe ich mir dieses kleine Set hier zum Probieren ausgesucht, um es zu testen und freue ich mich natürlich auch sehr darüber, das Geschenk bekommen zu haben. Ja, ihr Lieben, das waren meine Weihnachtsgeschenke. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich schreibe euch auf jeden Fall nochmal alle Informationen in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr weitere Interesse an den Produkten habt. Lasst mir gerne auch euer Feedback in den Kommentaren da, sowie was ihr euch gewünscht habt und auch bekommen habt. Das würde mich auch sehr interessieren. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns ganz frisch beim nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.